Liebe Freunde von Leanders Lieblingen, vielleicht denken ja einige Leute, muss das jetzt sein, auch noch ein Bilderbuch zu Momo? Tja, ich finde, das muss sein. Denn Momo kann man nicht früh genug und oft genug Kindern anbieten. Es ist einfach einer der wichtigsten und allerschönsten Texte für Kinder. Allerdings ist das Originalbuch vielleicht für Vorschulkinder doch ein bisschen früh und deshalb hat der Verlag jetzt dieses Bilderbuch gemacht. Und in diesem Bilderbuch wird nicht die Geschichte erzählt, da tauchen keine grauen Männer auf und diese ganze spannende Geschichte ist hier nicht Thema, sondern hier werden die Leute vorgestellt und es wird davon erzählt, warum Momo so wichtig ist, nämlich weil sie zuhören kann. Und weil wir ja wissen, dass Zuhören das wichtigste Elternliebesmedium ist. Also es gibt ja viele Eltern, die finden inzwischen, dass Liebe für Kinder ist, wenn man sie mit dem SUV zum Kindergarten oder zur Schule fährt. Ich finde, Zuhören ist viel wichtiger und der SUV ist vollkommen uninteressant. Aber hier kann man sehen, und das ist wirklich sehr schön gemacht, wie die Tiere, also zum Beispiel hier dieser Marienkäfer, da sitzt er erstmal ganz ruhig und hört zu. Auch er hört zu. Er erzählt, das sieht man hier auch. Und dann fliegt er los. Weil durch das Zuhören, so heißt es hier, kriegen die Leute richtig kluge Gedanken, die die erzählen. Und das ist das Besondere an Momo. Dass sie so gut zuhören kann, dass selbst scheinbar dumme Leute plötzlich ganz klug sind. Ach, gucken Sie mal, wie die Blättchen hier fliegen und wie das Kätzchen hier guckt. Ach, jetzt wissen wir übrigens, Bernhard, das Geheimnis, was heute Morgen passiert ist, als unser Kater so neugierig aus dem Fenster guckte. Wahrscheinlich sind da so ein paar Blättchen von Momo vorbeigeflogen. Tja, Momo für alle Kinder, auch schon für die Kleinsten. Und deshalb dieses Bilderbuch, dieses schöne, feine Bilderbuch.